Oh Gott, der sieht uns sehr vertrauenswürdig aus. Hallo, Doktor. Hallo, Genosse Meyers. Ja, ne? Boah. Ja, klar. Doktor, ich wurde im Kampf für die Revolution schwer verwundet. Ich brauche ärztliche Hilfe. Aber sicher, Genosse Meyers, ich helfe einem tapferen Soldaten, der für die Revolution kämpft, doch immer gerne. Bist du soweit? Kann ich mit der Operation beginnen? Boah. Gratis. Echt? Ja. Das ist unser Doc, hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist ein guter Mann. So, auf geht's, dann gehe ich jetzt schnell dahin. Speichern. Jupp. Der hat das echt gratis erledigt. Einer der schönen wenigen Lichtblicke in Realia. Oder weniger schönen Lichtblicke. Ja. Oh, gerade da. Das ist wahrscheinlich zu nah an der Stadt. Möglicherweise, ja. So mit ausrasten. Zum Glück ist alles so nah. Wir wären jetzt mit dem Auto hingefahren. Wir hätten auch können den Heli holen. Nee, hätten wir nicht. Dann hätten wir immer noch den Helikopter benutzen müssen. Und für weiter? Wäre ja, doch gut. Bisher hätte er uns nur geholfen. Nee, wo hätte er uns dann geholfen? Du wärst schneller aus dem Wald raus gewesen. Der Helikopter wäre zerstört worden. Nicht unbedingt. Hm. Nicht, wenn ich ihn fliege. Ja, gerade wenn du ihn fliegst. Von mir? Bei mir hat noch kein Heli Schaden erlitten. Außer 36, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt, weißt du was? Wir gucken uns doch mal am besten ein paar Beweisvideos an. Nee, bin ich dagegen. Ich würde direkt auf die Schranke zulaufen. Nee, mach ich ja auch nicht. Das ist ja noch ein gutes Stück weg. Gut, andererseits sind bestimmt nur Guerillas. Das könnte sogar sein. Guerillas? Das müssen Guerillas sein. Die Stadt ist von den Guerillas. Kannst ja gerade mal einen Benzinkanister noch kaufen später. Für unseren Helikopter. Revolutionary Patrol, hat er gesagt. No problem, guys. Here you are. His papers are fine. His papers are fine. Ja, so schnell bin ich nicht. Fine. So. His papers are fine. Papers were fine. His papers were fine. Oh, ich hasse diese Roadtrips. Ah, sicher mal. Guck mal, wie die das angelegt haben. Die haben so angelegt, dass auf jeden Fall. Egal in welcher Stadt du, auf welcher Seite du bist, ja. In einer Stadt hast du immer Trouble. Ja. Beziehungsweise umgekehrt gesagt, in einer Stadt bist du immer sicher. Wie wir jetzt hier. Pueblo Faro. Der kleinsten Stadt von allen. Es gibt nur zwei. In der kleinsten Stadt. Aber jedenfalls kann man sich in Pueblo Faro angeblich irgendwo mit so einem Diplomaten treffen. Und wenn du dem genug Kohle gibst, dann bist du wieder neutral mit allen, beziehungsweise befreundet mit allen. Echt? Ja. Wo hast du das gelesen? Netz. Warum? Weiß nicht. Das war da, als wir darüber über den Bug recherchiert Diplomat haben. Diplomat habe ich doch irgendwo schon gelesen. Ey, hast du keine Benzinkanister, Junge? Doch. Alter, dann geh doch mal. Du kannst ja nicht auf der Tresen stellen und sagen. Ich weiß es. Hi. Ich bin nicht blöd. I'd like to take a look. I like Ticker, Luke. Schon mal zwei Stück mit, hä? Ja. Nee, die wiegen 30 Kilo. Einer reicht mir da zum Tragen, ehrlich gesagt. Okay, gut. So, das ist jetzt schon mal ganz gut. Guck mal, wie weit das noch ist. Oh, gar nicht mehr weit. 1,1 Kilometer. Zwei schön. Ja, Moment. Düdelüt. Trotzdem bitter, dass wir gehen müssen. Schade, dass du keine unsichere Western hast. Oh, stimmt. Gut, dass du mir das jetzt schon sagst. Gut, dass wir fast nichts zum Reparieren vom Körper da haben. Dafür, dass ich die aus dem Lager vertreiben soll? Ja, hast du auch vorhin gut. Hast du auch vorhin gut das andere Lager aufgesagt? Krieg ich Kaugummi? Ja, sicher. Geil. Auch wenn das nicht so eine gute Idee ist, zum während dem Let's Playen, weil man dann undeutlicher redet. Pedro und ich gingen zusammen angeln, am frühen Morgen, wie wir das immer machten. Plötzlich hörten wir ein Klicken, als ob etwas eingeschaltet würde. Und danach nichts. Dann wurde meine Hand ganz schwer. Ich konnte sie nicht mehr bewegen. Ich schaute nach Pedro und dem ging es auch nicht gut. Er starrte mich mit leeren Augen an. Und dann war plötzlich wieder alles vorbei.
Und Pedro, er schaute mich an und sprang ins Wasser. Was ist aus ihm geworden? Bestimmt dran. Aus Pedro nicht viel. Die Piranhas haben ihn aufgefressen. Es blieben nur Knochen übrig. Strange happening. Okay. Der muss auch von Narben übersät sein. Hast du schon eine Ahnung? Schalte den Kreuzungsposten des Militärs aus, das ist alles. Naja, geh hin und töte jeden. Genauso wird es Sinn. Genauso macht es doch Spaß. Tourist? Krieger? Tourist? Don't shoot, I'm with you. Krieger? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier nicht funktionieren wird. Also die Taktik. Geh hin, schalte alle aus, geh zurück. Na, hast du bei den letzten Mal auch nicht gemacht. Wo wir in die leerstehende Fabrik gehen sollten. Doch, da hatte ich ein gutes Gefühl. Scharfschütze. Oh ja, Leute. Ah ja, du schießt ja nicht mehr zurück. Weil ich noch keinen ins Visier nehmen konnte. Hätte ich mal umgeguckt und habe aus irgendeinem Grund leckt die Maus gerade. Also ich muss voll dagegen halten. Guck mal, das Kabel hängt voll stramm. Kannst du das mal ein bisschen anziehen? Das war nett, danke. So, wen haben wir denn? Da hinten. Hol doch ein Schaffelgewehr. Gute Idee. Zack. Oh ja, komm. Egal, die haben keine kugelsichere Weste an. Dachte ich zumindest, wäre egal. Ach ja, komm. Gut, der Schuss mit Haus ist auch in Ordnung. Rüst nicht. Bomber. Gut, das war's. Ja? Hört sich nicht ganz nach, das war's. Ja, jetzt geh ich aber rein und töte ich die im Haus alle gar. Wirf ein Granat. Moment mal, ich geh von außen rein. Speicher doch. Will ich mich jetzt verarschen? Bitte? Ach, Scheiben. Also ich habe gerade gespeichert, danke. Ich wollte schon Scheibenkleister sagen. Der ist ein ultimativer Ninja. Naja. Warte einfach. Na, schießen Sie Wahlkampf. Zack, selber doch. Oh Mann. Warte, ich mach das anders. Ja, warte, bis er ringerollt, kommt dann und schießt. Ich wollte eigentlich schnell die Granate zücken und werfen. Der hat überlebt. Klar, Mann. Siehst du doch. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie ist er weg. Sieht nicht gerade wohnlich hier drin aus. Von wo? Und links. Ja. Naja, gehen wir weiter. Nächster ist auch noch links, links. Ich sehe niemanden. Ich gehe erstmal noch hier lang. Speichern. Bam. So. Ja, Leute, beruhigt euch. Ja, der ist tot, Mann. Der noch mit. Hört aber. Yes. Zu viel Leben verloren, ja, ne? Nee. Alter, Speicher macht dich nochmal fit.
Ich mal. So, speichern. Fit machen. Nur was wir machen. Das mach mal. Toll. Das war sehr sinnvoll. Gut. Wo ist er? Ich hab's nicht gesehen. Ich aber jetzt. Doch, jetzt schon. Zack, jetzt hast du alle gefetzt. Geh ein paar Looten. So viel wie du noch findest. Und dann gehst du zurück. Oh, F1 auf 3. Also 3, 4. Wen holen wir noch? Mal schauen, vor dem Haus liegen noch ein paar, würde ich sagen. Mhm. Geht durch den Innenhof raus, auch links ist. Da steht ja noch einer. Was soll das denn? Ja. Mach dich nochmal ein bisschen fitter. Dann speicher. Wenn wir hier die Mission abgehen, müssen wir uns vom Doc entalkoholisieren lassen. Du meinst entmedikamentieren. Klar. 4, F3 nur. F3. 1. F3, F4, F5. F3, F4, F5. Kann man schauen, da liegt noch einer. Da liegt noch einer. Speichern. Okay, ich denke, das reicht, denke. Ja. Kannst jetzt gehen. Geh mal bitte auf 4. Aha, man war schon wieder 300 Schuss. Nicht schlecht. Mhm. Aber ich bleib trotzdem erstmal noch bei dir. Klar. Lässt dich wieder verarzten kostenlos, oder? Ja, sicher. Lad mal alles durch. Ist voll. 4 ist auch voll, 5 ist voll. Ne, 5 ist nicht voll. Ah, gut, da war eine Formation. Ja, nachladen. Ah, hat 5 Schuss. Oh. Okay. Dann das russische Gewehr. Tja. Jetzt laufen wir schon wieder für irgendwelche Guerilleros rum und machen. Speicher. Gunslinger. Destroy, destroy. Oh Mann, endet schon wieder. Destroy, destroy. Die sollen den da destroyen. Du Mensch, wie als wir mit dem Aztec geschwätzt haben, in der Boot kommst und den einfach erschossen hat. Das war voll gemein. Unfassbar, die Autofahrer von heute. Unglaublich. Was denkst du, wie viele Missionen machen müssen wir noch für den machen? Ich denke insgesamt, wenn es so 5 oder 6 sind. So viele? Ja, so wie ich das Spiel doch kenne. Ich habe eher auf 3 oder 4 getippt, ehrlich gesagt. Dann wäre jetzt die letzte Mission. Ja, oder jetzt schon vorbei. Hm. Na gut, waren wirklich 2 schwierige Missionen. Ja, eben deshalb. Und du meinst, dumm ist zum Gehen, war die Mission extrem schwer. Tja. Wir haben mir gesagt, hoffentlich müssen wir für den alle Missionen in Puerto Sombra machen. Was? Haben wir gesagt, hoffentlich müssen wir für den alle Missionen in Puerto Sombra machen. Das wäre ja auch gut gewesen. Ja. Hat aber nicht funktioniert. Nein. Ja, geh. No problem, guys. Here you are. These papers are fine. These papers are fine. Angekommen. In Pueblo Faro. Mal wieder. Stadt der Rebelle. Schau mal, die haben einen Autohändler.
sieht aber nach demselben. Nein, sieht's nicht. Siehst du das? Den kann man fahren. In der Rebellenstadt kannst du so ein Auto kaufen. Also eins ist klar. Und zwar? Wir verkaufen unser Auto und kaufen den Sportwagen. Tja, schön wär's. Wenn es funktionieren würde. Oh, funktionieren tut das doch. Nein. Warum? Dann haben wir für immer einen Autobug. Das heißt, der könnte dann, da könnte auch auf einmal das andere Auto urplötzlich verschwinden. Echt? Scheiße. Tu das nicht. Wieso nicht? Weil ich jetzt auf dem Balkon rauskomme, ne? Ja. Nee, geh doch. Oh, Erik, geh doch drin. Oh, Mann. Was? Nee, du gehst doch komplett falsch. Nein, ich bin komplett richtig. Wo gehe ich komplett falsch? So unnötig wie du ist noch keiner Gang. Das kann sein. Trotzdem gehe ich nicht falsch. Könnte ja in jeder Richtung sein, dass du nicht falsch gehst. Ich wollte den das Leuten... Das markiert die Stelle. Ja. Ich wollte den Leuten nur mehr von der schönen Stadt hier zeigen. Mhm. Geh sofort zum Doc, lass dich heilen. Mit dem schönen kommunistischen... Don't shoot, I'm with you. Stell dir mal vor, du musst jetzt... Kommst in der Zeit hier an, in der Mission... Und bist Feind der Guerilla. Wie willst du das machen? Kannst du gar nicht, musst du dann Pedro fahren. Wo geht's denn dahin? Da musst du Don Pedro fragen. Da muss ich Don Pedro fragen. Überspringen mal alles. Ach, sorry, das wollte ich gar nicht. Was von beiden war es nochmal? Das, ne? Ja. Boah. Okay. Jawohl. Ich hab gedacht, der macht alles kostenlos für dich. Nee, das wäre... Allein, weil ich nur da fliegt schon mal ein Ara. Speicherst du? Nein. Speicher ich? Nee, ich hab schon. Ist doch egal! Du kannst doch. Ah, nee, ist schon gut. Falscher Weg. Nee, hat sich erledigt. War richtig so. Total komplex, das Gebäude. Vielleicht verkauft er dir dann seinen Riesen-Laptop. Das wäre cool. So. Ich habe deine Bücher, Kommandante. Vielen Dank, mein Freund. Dank deiner Hilfe werden wir unsere Flugblätter das ganze Volk erreichen. So. Was ist mit Rodriguez? Ich habe einiges über diesen Rodriguez herausgefunden. Außerdem kann ich mich gut an ihn erinnern. Es ist doch nicht lange her, dass er in voller Panik zu uns gerannt ist. Er wollte, dass wir ihn irgendwo verstecken, wo ihn niemand finden kann. Er ist kein Kämpfer. Ich habe ihn in die Minen von Moria geschickt. Dort passieren mittlerweile merkwürdige Dinge. Bevor du dich auf die Suche nach Miguel hast, solltest du alles geregelt haben. Missionsliste aktualisiert. Suche Miguel. Geh mal vor. Okay, geh auf Karte. Hä? Geh auf Karte. Ich hab Kavi-Karte. Ja, war doch klar. Da fliegen wir hin, oder? Ich würde auch sagen, ich hole uns ein Taxi nach Puerto Sombra. Mhm, aber dann hör mal auf, weil ich muss jetzt gehen. Okay. Sicher, dass wir da hinfliegen? Ja, Mann. Warum denn nicht? Was ist, wenn uns ein Taxi dahin bringt? Später steht unser Heli wieder unnötig darum. Nur wir haben immer noch ein Auto, Erik. Ja, dann ist aber unser Heli weg für die Mission. Die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen die Mission nicht mehr. Doch, vielleicht schon. Nee, wenn ihr dann mit dem Taxi dahin. Siehst du? So, wo hast du unseren Jagdheli geparkt? Nirgendwo, aber unser Auto. Ja, wir speichern jetzt hier. Ja, ich setze das Auto, bringe ich noch zurück. Tank den Heli auf. Dann parkt das Auto hier, ja.
Oder? Ach, ich kann tatsächlich auftanken. Gut. Ist er jetzt auch voll? Naja, 4 oder 5 hat er gewonnen. Toll, das ist ja schwul. Egal, wie steige ich aus? So. Gut, dann speichern wir an dieser Stelle in dem verregneten. Ne, ich will noch, dass das Auto drauf ist. Ich will, dass immer das Auto drauf ist. So. Beides. Okay. Könnt jetzt gehen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ciao, viel Spaß und. Willst du noch was sagen? Achso, hast du schon den Abschlussrede gemacht? Ich habe gesagt, in diesem Sinne, haut rein, viel Spaß, ciao und. Achso, ja, wir machen bald weiter und dann sehen wir, wie es bei Miguel tut. Übrigens war das lustigerweise, Moment. Das war Folge 98. Cool. Na dann. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal fast schon, ne, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zur Jubiläumsaufnahme. Okay, dann hätte ich mal sagen, habt Spaß mit eurem Leben. Ciao. Klappt den LP.